Toni, warum willst du nicht in das Hotel? Peace out, ich bin draußen. Doch, du weißt es doch. Komm, sag es mir. Ich bin der letzte Motherfucker. Bitte. Ich reg mich nicht auf. Ich bitte dich, Toni, sag's mir. Flatsch, flatsch, da kommt die Soße richtig raus. Und dann gehst du unter die Dusche, da kommt dir ein Mock hoch, Alter. Uah, da kriegst du voll den Brechreiz. Aller Schwede. Dick, können wir Ihnen Mrs. Torrance einen Augenblick aussparen? Wir wollen nur kurz in den Heizungskeller. Ich bringe Sie gleich. Sicher, Mr. Ullman. Wir werden inzwischen mal in die Scheißbox gucken. Magst du Kochcreme, Doc? Gern. Dachte ich's mir doch. Haben Sie was dagegen, dass Danny ein Kochcreme leckt, während wir warten? Natürlich nicht. Nein, bestimmt nicht. Gut. Ist doch schön für dich. Ja. Und nun sei schön brav. Na, was für ein Kochcreme darf's denn sein, Doc? Schoko. Da hast du aber Glück. Komm mit. Da staunst du, Danny, hm? Ist das groß genug für dich? Ja. Ich hab sowas noch nie gesehen. Mund auf. Ja. Ich weiß, Doc. Soll ich etwa Autos fegen? Oder vielleicht auch Straßen waschen? Bei mir macht das Arbeiten ja Spaß. Spaß. Von jetzt an kannst du kalten, kapiert? So gut rappen kann, hält ganz Köln den Atem an, nix Lilo und Stitch, sondern Bubble Rich, you bitch, yo. Sexy Lady, Baby, Baby, Sexy Lady, Baby, Baby. Sexy Lady, Baby, Baby, Sexy Lady, Baby, Baby. Weil ich so gut rappen kann, hält die Welt den Atem an, nix Lilo und Stitch, sondern Bubble Rich, you bitch, yo. Sexy Lady, Baby, Baby, Sexy Lady, Baby, Baby. Sexy Lady, Baby, Baby, Sexy Lady, Baby, Baby. Weil ich so gut rappen kann, hält die Welt den Atem an, nix Lilo und Stitch, sondern Bubble Rich, you bitch, bitch, bitch. Wussten Sie, Mr. Torrance, dass Ihr Sohn im Augenblick versucht, einen Koch in diese Angelegenheit zu ziehen? Wen? Ein Nigger. Ein Nigger? Ein Nigger. Ein Nigger? Oh ja, Mr. Torrance, ein Nigger. Ein Nigger? In der Tat, Mr. Torrance, ein Nigger. Ein Nigger? Ein Nigger-Koch, wenn ich mich so ausdrücken darf, Sir. Ein wirklich eigenwilliger Nigger.
dachte wirklich, er hat irgendwas Ernstes. Ist es? Ja, hi! Und denkst du jemals an mich? Ich? Jemals an mich? Das tue ich doch immer! Hast du jemals einen einzigen Moment daran gedacht, wozu ich mich verpflichtet habe? Hast du jemals, jemals einen einzigen Gedanken daran verschwendet, dass ich meine Fußschaft schuldig bin? Ist es dir vollkommen egal? Dass die Inhaber des Hotels in Oran ist? Ja, hi! Fuck! Hast du auch nur einen blassen, saßen Schimmer von moralischen Schlüssen? Wenn ich mich meiner Aufgabe unwürdig zeige ich mich meiner Aufgabe unwürdig lehle. Hast du je daran gedacht? Jemals? Was? Oh, ich fass dich nicht an. Lass mich! Hier dich! Bandy! Lass mich in Ruhe, Lass mich in Ruhe! Shetesh, ich werde dir bloß den Schädel abhacken. Ich werde dir bloß den Kopf zertrümmern. Lass mich an! Liebling, ich werde dir doch wehtun. Hör auf! Gib ihn mir her. Hey. Gib weg! Andi! Gib mir den Schlägel! Gib mir den Schädel! Gib mir den Schlägel! Yeah.